Hallo Leute und willkommen zurück hier bei Greedfall. Ja, ich habe die Gruppe ausgerüstet, also ich habe Kurt ausgerüstet. Das Einzige, was ich noch ändern konnte, war, dass er jetzt diese fette Piratenmontur anhat. Aber das war uns ja schon klar. Ja, dann habe ich den Rest alles verkauft und habe uns noch zwei Heldränke gekauft. Und jetzt, bevor wir weitergehen, wollte ich noch einmal hier ein bisschen nachgucken. Vor allem zwei Munition stehen uns sehr gut zu Angesicht. Was ist denn mit dir? Mit dir kann ich nicht erzählen. Das ist ziemlich ungünstig für dich, weil dann vergeht dir, dann entgeht dir ein spannendes Gespräch, ist aber jetzt auch nicht weiter wild. Und ich habe auch geschaut, ja, haltet euch fest, ich bin vorbereitet. Ich habe geschaut, wo der Professor sein letztes Dingens hat. Allerdings, ja, alles was ich weiß, ist, dass wir da noch nicht waren. Wo das genau ist, weiß ich auch nicht. Dementsprechend ist das ein bisschen ungünstig, aber ich hoffe einfach mal, dass wir das einfach so finden. Ich wollte ja nur auf Nummer sicher gehen, dass wir das nicht aus Versehen irgendwo übersehen haben. So, und ich muss aufpassen. Ja, ich habe nämlich vorhin schon mal aus Versehen mein... Aber so von der Kartenbeschaffenheit könnte das hier sein. Jetzt Zunderschwamm. Unter dem Ding. Ja, natürlich. Ich räume auch immer Laubhaufen weg, damit ich dann runter nach Pilzen suchen kann. Zottiger Schillerporling. In der Fresse. Also, es fällt mir nicht zum ersten Mal auf. Ne, aber warum haben Pilze eigentlich immer so beschissene Namen? Kann doch nicht der Einzige sein, der das denkt. Irgendjemand muss sich die Namen doch ausgedacht haben. Warum haben sie da ausgerechnet den, was weiß ich, mit dem IQ von 3 genommen, der sich die Pilznamen aussuchen durfte? Ja gut, von den Pilzen, die ich selber kenne und sammle, die haben alle nicht so doofe Namen. Muss ich auch dazu sagen, aber so von diesen ganzen Fachausdrücken ist das schon so ein bisschen... Warum heißen die so bekloppt? Oder liege ich da falsch? Was sagt ihr zu Pilzen? Sammelt ihr Pilze? Oder esst ihr überhaupt Pilze? Oder wenn ihr Pilze sammelt, sammelt ihr auch gute Pilze und keine giftigen? Das sind immer die Fragen, die man sich stellen muss. So, ich wette, da drüben kommen wir überhaupt nicht weiter, weil wir da irgendwas brauchen, sowas wie Klettern. So, allerdings können wir hier die Kiste mal aufsuchen. Oh, rostiger Jagddolch, ja. Aber warum hast du uns gesehen? Ich habe eigentlich noch voll keinen Bock auf euch. Und ich wollte mal probieren, ob ich das hier hinkriege. Weil, wenn ihr euch erinnert, es gibt heiße Quellen. Es gibt heiße Quellen. Nee, es gibt einen Schleichangriff. Ich weiß aber nicht, ob das so einfach geht. Okay. Also bei dem hat es jetzt, glaube ich, nicht geklappt. Ich bin mir unsicher. So. Angriff. Angriff. Aua. Ich habe Angriff gesagt. Angriff, komm ich. Dieses Vieh, ne? Ich habe ein ziemlich ungünstiges Timing für dieses Wolfsding. Komm, mach Ende. Und Vasco, anstatt Muni zu verschießen, könntest du mir die auch einfach abgeben. Ich habe da nichts gegen. So, das nehme ich, das nehme ich. Kleine Bonusinformation für euch Leute, ne? So, ich habe auch zwischen den Folgen mal in meine Mails geguckt. Also, wenn ihr das... Ich weiß nicht, wann die Folge kommt, aber ich nehme es auf jeden Fall noch auf, bevor die erste überhaupt ausgestrahlt wird. Deswegen war es auch ein bisschen schwierig, euch zu fragen, in welche Richtung wir jetzt als erstes laufen sollen. Ich habe gerade meine erste Zusage bekommen. Meine erste Zusage für eine Rolle. Eine Hauptrolle. Ja, nur so als Bonusinformation für euch. So. Na, Wolfi?
Schläfst du? Schläfst du? Schleichangriff! Es klappt. Schleichangriff! Okay, wir halten fest, Schleichangriff funktioniert super gut. Aber er one-hittet nicht. Wenn die Gegner zu gut sind. Das ist interessant zu wissen. Also muss ich wirklich sagen. Das ist auch wieder ein bisschen größer, das Gebiet. Aber kein Problem für uns. Kein Problem für uns. Ne, Fuchsi? Kein Problem für uns. Wir laufen ja gern durch große Gebiete. Ich glaube, ah ja, guck mal, da ist ein Lager. Schlagen wir erstmal das Lager auf. Da hinten sind wieder neue Wolfies. Na ihr? Geht's euch gut? Ich wollte erstmal mich so ein bisschen umgucken, ne? Hier ein paar Tollkirschen einsammeln. Damit ich heute Abend ein bisschen Obst habe. Obst ist ja gesund. Kinder, esst keine Tollkirschen. Davon abgesehen, dass Kinder hier eigentlich gar nicht zugucken dürfen. Aber das ist ja egal. Also man kann Angriffe abwehren, aber man kann nicht parieren. Ich habe es gerade probiert. Ja. Ja. So und so. Also gegen Monster, ne? Wusstet ihr, dass ich das meine? Ich weiß, dass ihr das wusstet. Ich wollte es trotzdem nochmal sagen. Ja, ich bin überhaupt nicht verwirrt oder verunsichert, wo ich lang gehen soll. Weil der Weg für mich eindeutig und klar ist. Nein, eigentlich ist es ja wirklich. Aber man weiß halt nie, ob man nicht vielleicht doch noch irgendwas verpasst. Und deswegen gucke ich so gerne auf die Karte. Und ich hoffe, euch macht das nicht allzu viel aus, dass ich die ganze Zeit auf die Karte linse. Linsen. Ja, dann schauen wir mal auf das Plateau hier oben. Höhle des Wissens. Die Höhle des Wissens sieht aus wie ein Ort, an dem wir später noch müssen. Der Knochensplitter, den wir von dem dicken Vieh in der letzten Folge übrigens, nee, in der vorletzten ist es inzwischen sogar schon, bekommen haben. Der ist übrigens nur ein Sammelobjekt, den könnte man verkaufen. Hab ich ausnahmsweise mal nicht gemacht, weil ich finde, so immer so was hat irgendwie sentimentalen Wert. Selbst wenn er im Plunder mitliegt. Ich weiß gar nicht, ob der was wiegt. Zur Not lege ich ihn in die Kiste, das habe ich nämlich noch nicht getan. Ich finde, so ein fettes Item, das verdient behalten zu werden. So, wir fangen jetzt wieder an zu schleichen. Damit wir dem Kampf ein bisschen aus dem Weg gehen können. Ne, Wolfi? Nein, ihr habt das nicht gesehen. Ach. Ihr habt das nicht gesehen. Sag doch, du hast das nicht gesehen. Du kannst auch gar nichts mehr sehen. Na? Kannst du noch was sehen? Oh, er wacht auf. Was ist mit dir? Du liegst einfach da und schläfst. Gut, wenn du schlafen willst, dann kannst du jetzt auf ewig schlafen. Ist auch nicht mein Problem. Ganz ehrlich. Habe ich jetzt die Waffe gewechselt? Nee, habe ich nicht. Gut, weil ich habe nämlich den Waffenwechsel-Shortcut gedrückt, aber es hat nicht funktioniert, glücklicherweise. Thema Harz. Hier kommen wir dann wieder nach unten. Ja, das müssen wir nachher machen. Wir können jetzt erstmal noch hier ein bisschen... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das ist ein bisschen verwinkelt hier. Ein bisschen auf dem Plateau umgucken. Dann haben wir hier auch noch Wölfies, die wir... Ach ne, die loote ich ja immer im Vorbeigehen schon. Aber hier hinten haben wir noch wache Wölfies. Die werden wahrscheinlich ein bisschen größere Probleme machen als die anderen. So, mit dem. Weg. Okay, der ist sowieso hin. Lass mich. Du hast schöne rote Augen. Deine roten Augen machen mich so sentimental.
so rote Augen. So. Ha. Das wären die Wölfis gewesen. Da sammle ich noch ein paar Pilze. Ja. Richtig. Boah, das sieht so schön aus. Ich liebe Herbstwälder. Ah, hier haben wir wieder die Büffelkollegen, die uns schon gesehen haben. Ja, dann put the poison on your blade. Wenn du Spaß dran hast. Put the poison on your blade. Put the poison on your blade. Ende. Meine Güte. Man muss sich doch nicht immer so anstellen, nur weil man ein riesiges Büffelviech ist. Ach, das war Eisen. Ich dachte, wir plündern ein Grab. Bin ich ganz ehrlich. Dann ist die Frage, warum ich dieses Grab plündere. So, wenn ich hier nach unten gehe, dann kann ich zumindest schon mal die Map verbinden. Das ist gar nicht mal schlecht. Und hier haben wir noch einen Fasan. Der kann da gern bleiben. Aber vor allem die Kiste interessiert mich auch sehr. Waren wir da schon? Nein, waren wir nicht. Meine Güte. Okay, da kommen wir dann noch wieder hoch. Da verbinden wir einfach nur, ne? Das ist der Weg, um die Karte zu verbinden. Ja, da können wir auch noch Pilze sammeln. Da sind wir vorhin drüber gelaufen. Das ist der Weg, die Karte zu verbinden. Und das ist der Weg der Wölfis. Der Weg der Wölfis. Ja, ja. Mach du mal. Mach du mal. Hm? Dankeschön. Sie kämpft gegen die da unten. Ich helfe mal gegen den Großen hier. Und ich erreiche Level 11. Sehr nice. Und sie hat es gegen den da unten. Ach, da ist noch einer. Ah ja, löst den mal. Der ist doof. Der hat sich festgepackt. Armer Wolfi. Ja, wenn man sich mit Bugs nicht auskennt, so wie ich, dann sollte man die Finger davon lassen. Oder die Pfoten. Wir haben einen neuen Skillpunkt. Und damit können wir uns die Rolle. Kann nicht mit göttlicher Magie eingesetzt werden. Ja, das ist mir egal. Wir haben uns die Rolle freigeschaltet. Das heißt, wir haben jetzt... Ich kann gerade nicht ausweichen. Sonst kann ich das. Warte, wie machen wir das hier? Ah, guck mal. Wir können einmal und zweimal. Sehr gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Ja, seltene Sporen, okay. Ja, den plündern. Gibt es nicht irgendeine Taste für alles looten? Sowas vermisse ich irgendwie. Da haben wir auch noch irgendwas liegen. Auch noch einen Toten. Auch mit dem Tod ums Leben gekommen. Das ist natürlich tragisch. Noch tragischer ist, dass wir den Toten die Schuhe ausziehen. Und da können wir wieder ein Lager aufschlagen. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, gibt es einen Shortcut für alles Looten. Aber... also es gibt eine... Wisst schon, was ich meine, ne? Wisst ihr schon. Gibt ein Mouse-Overlay für Looten. Für alles looten, aber... Schlösserknacken. Flinke Finger. Hey! Was? Was? Drei legendäre Waffen?
gepanzerte Majorenstiefel. Ich habe Majoranstiefel gelesen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein. Das ist für Witcher und so. Drei Stück! Ja, alles nehmen. Aber ich weiß nicht, auf welcher Taste das liegen könnte. Weil E ist 1 nehmen. Q ist alles nehmen. Jetzt weiß ich's. Leute, ich hab's raus. Ab jetzt wird alles viel einfacher. Boah, und ich habe 3 legendäre Sachen gefunden. Krank. Ich habe gar nicht geguckt. War das Schlösserknacken 3? Wahrscheinlich ja, ne? Das wäre da wahrscheinlich nicht so was Gutes drin gewesen, weil so gut versteckt war die ja gar nicht. So, das nehme ich mit. Da ist auch noch ein bisschen was. So. Und das Lager aufschlagen. So. Inventar. Der hier. Und der hier. Und Schuhe waren es noch, ne? Ja. Ah, die kann ich aber auch ausrüsten. Dann tue ich doch das. Die anderen kann ich nicht ausrüsten. Das sollte ich deswegen auch sein lassen. Da hoch kommen wir dann als nächstes. Aber wir schalten jetzt erstmal hier den nächsten Bereich frei, falls es überhaupt was zum Freischalten ist. Es kann ja sein, dass das einfach nur der Weg zu... Ja, zu dem nächsten Dings ist. Zu der großen Stadt ist. Jo, das ist einfach nur der Weg zur großen Stadt. Okay. Dann hätten wir das geklärt. Und dann können wir jetzt nach da oben. Da wird ja wohl wahrscheinlich irgendwas Dorfartiges sein. Nehme ich mal ganz stark an. Weil sonst wären da sicher nicht so viele Fragezeichen auf einmal. Ja, da oben ist schon ein Wachturm. Also das ist irgendwas Dörfliches. Was uns da um die Ecke gleich erwartet. Vorausgesetzt, wir kommen da überhaupt hin. Weil hier ist dicht. Hier hat es einen Steinschlag gegeben. Hier müssen wir Karglas holen. Tja, scheiße. Naja, passiert, ne? Gut. War ein netter Versuch, aber hier kommen wir nicht weiter. Da müssen wir dann wohl von der anderen Seite kommen, wenn wir da hin wollen. Ein bisschen Zeit haben wir ja auch noch. Und ich genieße es, ehrlich gesagt, so durch die Weltgeschichte zu tingeln. Und ausnahmsweise mal nicht durch die Stadt zu rennen. Wenn es übrigens so weitergeht mit unseren Leveln, wie bisher, dann können wir uns auch, glaube ich, bald wieder in die Arena begeben, um es den gepanzerten Viechern da zu zeigen. Das sollte dann gut machbar sein. Na du? Alter Gockel. Okay. Wir sind jetzt hier. Das heißt, wir können einmal noch da hinten hingucken. Dieses kleine Plateau. Ist hier denn nicht noch irgendwas Tolles gibt? Da kommt man auf jeden Fall noch runter. Harz. Mm. Volle Taschen. Volle Taschen. Leere 100 Behälter. Okay, schön. Professor Seraphedins Arbeitsnotizen. Die Eingeborenen haben uns von einer riesigen Kreatur erzählt, die über die Höhle, die über die Höhen herrscht, und die Statue, die wir gefunden haben, könnte eine Darstellung von ihr sein. Es ist eine große geflügelte Bestie, die wendig und flugfähig zu sein scheint, aber ihr Körper sieht verletzlich und ungeschützt aus. Natürlich ist das nur eine Darstellung, aber wir werden eine der Kreaturen leibhaftig sehen müssen, um diese Beobachtung zu bestätigen. Das ist die nächste, die Menaimen. Okay. I'll put the poison on my blade. Ja, yeah, dann put the poison on your blade. Halt dich nicht davon ab. Das müsstest du wissen. Nahkampfexperte. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Aber ich habe schon wieder ein Achievement bekommen. Anscheinend bin ich ein Nahkampfexperte. Ja, ja. So, Ende. Was habe ich getan? Was habe ich jetzt? Füge 500 mal Schaden mit einer Nahkampfwaffe zu. Ich bin ein Nahkampfexperte. Verneigt euch vor mir. Nein, tut mir lieber nicht. Nicht, dass ihr es noch im Rücken bekommt. Das muss nicht sein. Ja. Gut.
das wäre dieses Plateau gewesen. Da hinten hat man gerade die Menschenansiedlung gesehen. Was ist das hier eigentlich? Roheisen. Schön. Sag mal, da kommt mir gerade die Frage, ob man vielleicht das Kupfer und so auch alles schon mitnehmen konnte, was wir hier zuhauf schon gefunden haben. Also zumindest habe ich es zuhauf gesehen und nie probiert einzustecken. So, als nächstes müssen wir hier jetzt nach rechts gucken. Das sollte machbar sein. Ganz viel Gestrüpp im Gesicht. So. Ja, ich hätte alles schon mitnehmen können. Und es ist nicht nur Kupfer, es ist Eisen. Ich dachte, das ist Kupfer. Und ich hätte alles einstecken können. Immer wenn ich sowas gesehen habe. Tja. Ungünstig gelaufen, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ihr habt euch noch nicht die ganze Zeit den Kopf gefasst, weil ich das sowas nicht beachtet habe. Das hier ist irgendwie interessant. Kann ich hier? Nein, hier kann ich auch kein Lager aufschlagen. Was ist hier passiert? Da hinten ist so eine kleine Lichtung. Komme ich da einfach ohne weiteres hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier noch weiter. Hier durch. Doch, da komme ich ohne weiteres hin. Es gibt ein paar Wolfies. Falls ihr euch fragt, warum ich gerade so wenig mit der Waffe schieße, ganz einfach, für die normalen Gegner hier, für die, die man gut besiegen kann, will ich ehrlich gesagt nicht die teure Munition aufgeben. Und vor allem, wenn wir jetzt langsam auf Zorn gehen, kann ich auch gut, ist es auch gut, dass ich langsam meinen Zorn benutze. Dass ich mich daran gewöhne, ihn auszuwählen. Im Kampf. Aber meistens verdränge ich das hier irgendwie. Zumindest habe ich es am Anfang sehr oft verdrängt. Und das sieht mir aus wie unser Kumpel, den wir vor 2 Folgen ermordet haben. Der hat auch mit so schönen Speeren geschossen. Aber nicht mit so menschlichen Speeren. Mir scheint, da wollte jemand etwas nachmachen. Und hier habe ich doch genau da hinten in der Kiste was Oranges leuchten sehen. Tagebuch einer gewissen Afra. Das Tagebuch einer gewissen Afra. Wir haben ein kleines Lager in einem Tal errichtet, das wir studieren wollten. Die Flora an diesem Ort ist unglaublich üppig. Diese Insel ist der einzige Ort, an dem so viele verschiedene Arten nebeneinander zu finden sind. Angesichts dieser Vielfalt werden wir sicherlich ein Gegenmittel für das Malchior finden. Diese Pflanze mit ihrer blauen Blüte und gezackten Blättern ist anders als jede andere Pflanze, die ich kenne. Ich werde einige Experimente durchführen müssen, um herauszufinden, ob sie wirksame Essenzen enthält. Es ist eine Schande, dass wir uns nicht mit den Eingeborenen austauschen können, denn sie kennen sicherlich alle Eigenschaften dieser Pflanze, aber die Soldaten warnten uns und sagten, dass wir den Inselbewohnern nicht trauen sollten. Anscheinend sind sie in diesem Gebiet sehr angriffslustig. Unsere Ankunft im Tal bleibt nicht unbemerkt. Ich fühle mich, als würden wir beobachtet, höchstwahrscheinlich von den Inselbewohnern. Hoffentlich verstehen sie, dass wir nicht hier sind, um zu kämpfen, sondern nur um die Flora zu katalogisieren. Das Gefühl, beobachtet zu werden, wird immer bedrohlicher. Sie sind ganz in der Nähe, ich kann es spüren. Ich fürchte, wir müssen mit einem Angriff rechnen. Wir haben so wenige Waffen und meine Kollegen sind kaum imstande, sich zu verteidigen. Ich bin mir sicher, dass sie uns aus dem Sumpf heraus beobachten. Wenn sie uns angreifen, dann werden sie höchstwahrscheinlich von dort kommen. Ich habe versucht, meinen Begleiter zu warnen, ihnen zu sagen, dass sie sich unauffällig verhalten sollen, aber sie weigern sich, auf mich zu hören. Okay. Interessant. Eine gewisse Afra. Also vielleicht treffen wir die gute Frau nochmal. Irgendwann. So. Ich schaue auf die Map. Die Map sagt, Mann, haben wir erst einen kleinen Teil erkundet. Eieieiei. So, ich gehe mal noch raus aus dieser kleinen Senke hier. Und stelle mich schon mal in die Richtung, wo es dann in der nächsten Folge weitergeht. Das müsste nämlich hier dann durch sein.
Ne? Jo, hier sieht's gut aus. Gut, Freunde. Das nehmen wir noch mit. Und das muss ich noch mitnehmen. Und es lockt mich. Leute, es lockt mich. Raritätenkabinett. Was habe ich? Was ist denn heute los mit den Achievements? Sammle 200 Zutaten. Toll. Es lockt mich. Leute, es lockt mich. Ich bin doch schwach. Mein Geist ist schwach. Okay, okay. Ich hab's geschafft. Ich habe nichts mehr, was ich looten kann im Radar. Also kann ich mich von euch verabschieden und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder und mal gucken, was wir hier noch in diesem Gebiet zu entdecken. Also zumindest gibt es Schriften über irgendein geflügeltes Wesen und wer weiß, vielleicht gibt es das geflügelte Wesen ja hier auf dieser Map. Das sehen wir dann. Also danke fürs Zuschauen und tschüss.